Der Kompaktmodell von BMW, Serie 1, hat changiert. Was 1994 mit BMW Kompakt angefangen hat, wurde im Jahr 2004 mit der 1. Serie weitergeführt. Bis jetzt wird den Heckantrieb, den Antrieb auf den 200. Räder, immer der Garant von BMW für die Spaß fahren. Die dritte Generation von der 1. Serie setzt jetzt auf Frontantrieb, Antrieb auf die 5. Räder. Aber wie das jetzt auf die Vordynamik auswirkt, auch ein Thema an unserem Test. Mit mehr Technik an einem Antrieb auf den 5. Räder präsentiert sich Rollo an der 3. Generation die neue 1. Serie von BMW. Aber für diese Umstellung heißt es, die Ingenieure von BMW hätten sich auch 5 Jahre lang Zeit geholt, weil viele BMW-Klienten an diesem Punkt auch sensibel sind. Allein das beweist, wie erst für BMW das Thema wäre. Es soll auch in allen Umständen verhindert gehen, dass es jedenfalls Nachteile am Fuhrverhalten mitbringen sollte. Optisch ist die neue 1. Serie von BMW ein gutes Stück, wie markant ausgefallen. Die traditionelle Nähe von BMW ist gewiss, er kennt mehr Ecke rüber, er weist sich auch an dreidimensioneller Fassung. Durch die quirsch angebaute Motto konnte die Länge vom Kapo gekürzt gehen und die Kabine von den Passagieren mehr noch vier gesät gehen. Die neue 1. Serie kann doch an seiner dynamischen Wirkung, wie zum Beispiel mit seinem fünften Teil, an seinen flach konzipierten Scheinwerfer, viel mehr jugendlich und mehr sportlich rüber. Und dazu könnt auch nach den hinnischten Teil, den noch viel mehr markant rüber könnt, wie der von seinen Viergänger. Und am Plus gibt den nimmer mehr ein Modell 5 Tiere gebaut. Er präsentiert sich auch an einer mehr steifer Karosserie, die auch 30 Kilo Männer auf vor bringt. Und durch die neue Konstruktion ändert dem Kapo als seine Länge um 5 mm auf 4,32 m gekürzt gehen, der Radstand sogar um 20 mm auf 2,67 m, mit dafür lädt Breit um gut 34 mm auf 1,80 m zu. Alles das bringt dem neuen 1. am Interieur mehr Platz, als er vor dynamisch für Vierteil. Täglich das hierbei auch marginal auf 1,43 m gewusst. Schon beim Abmachen von der Tür fällt der Cockpit ab, der das gesagt wie am großen Bruder der 3er Serie. Alles flott platziert, hochwertig Material und noch ein voluminöse Ambientebelichtung. Serienmäßig also großen Infotainment-Screen an Bord platziert, touchen, schwätzen, gestikulieren oder um drei Frettchen drehen. Auch am neuen 1. hat die Freiwill an nicht funktioniert. So wie hunderten Volant Analog-Instrumente an einem kleinen Ekran mit Aufweisen von der Vitesse, der Tourenzahl, GPS und so weiter. Was Orolo sein Assistenzsystem betrifft, geht den 1. seine große Brüder nicht mehr weiter als der Face. Dass nur Wunsch Aufstand an Spur hält, versteht sich mittlerweile ganz normal. Nein sind Orolo hier die bald allwissenden Spruchassisten Hey BMW sowie den Assisten für Hendrix zu fahren. Den Assisten, den der Chauffeur rett, wenn er sich an der Schmuller-Gas festgefahren hat, auch um die letzten 50 gefahrenen Meter exakt auf derselben Stelle Hendrix herausgedreht. Aber wenn der Chauffeur will, kann er noch sein Handy, wenn er die Richtung noch hat, als digitale Schlüssel benutzen. Ein wichtiger Punkt ist auch dafür Platz am neuen 1. von BMW. Aufgrund vom Motto, den Loquish angebaut wurde, ist das Interieur vis-à-vis seinem Viergänger gewusst. Durch den niedrigen Mitteltunnel fiel den sich schon viel mehr Labber auf den Fischen sitzen. Von allem Hand dran genießen Passagier mehr Platz, er hat Platz für die Knie auch um 3 cm zugelöst. Bleibt nur noch mal übrig. Er passt ein Orolo von 380 bis 1200 Liter Ladevolumen ran, weil dann sich auch 20 Liter mehr wie bei seinem Viergänger sind. In der W wären wir Mann, und natürlich sind ich, und das mehr auf Nassen wie auf der Rechnerstraße. Es gibt 140 PS Leistung über den 3-Zylinder 1,5 Liter Turbomotor auf. Ist von 0 auf 100 km/h an 8,5 Sekunden, er bringt ein maximal Vitesse von 213 km/h auf die Straße. Wie fährt sich die neue 1. Serie von BMW angetrieben auf die 5. Räder? Für mich am großen Ganzen positiv.
Wenn ihr noch nicht wollt, mit der Mal 4 durch einen Rampoint geflogen kommen oder mit durchdrehenden Rädern auf der Autobahn nu kommen, gibt es keinen Unterschied. BMW hat mit der neuen 1. Serie einen flotten Kompaktauto gebaut, gut equilibriert, hat auch nirgends im Komfort verloren und am Plus auch nirgends in der Flinkheit. Die Schlüsselfiguren am 1. Vordynamik-Roman sind zwei elektrische Charaktere. Aus dem i3 kennt auch den RRB-Technologie, Taktor nahe Radschlupfbegrenzung, die auch hier am 1. am Motor sitzt und nicht wie beim i3 am Steuergerät. Der Vorteil für mich, er reagiert das System auch dreimal mehr sehr, er wirkt doch dem Innersteuern entgegen. Bei zu viel flottem Fuhren an der Keier zählen die vier Sträder beim vierugetriebenen Auto normal aus der Keier raus, aber beim neuen 1. ist das nicht mehr der Fall. Er lebt und zieht wie auf Schienen aus der Keier raus. Die zweite Schlüsselfigur aus BMW Performance Control ob neu BMW Deutsch die Gear-Momenten-Verteilung. Die Träder auf der rebalancierten Seite von der Keier gezielt aufbremst, sodass die neue 1. Serie auf den vierten Räder angetrieben auch präzise die Linie an der Keier hält. Und als guter Partner sowie ein Zauberer erweist sich auch hierbei die elektromechanische Servosteuerung. Bei der neuen 1. Serie vom Wechsel vom Antrieb auf den hintersten Räder auf die vierten Räder hat also BMW perfekt reüssiert, sowie auch seine Serie-Suspension sehr Vorwerk, es versteht die Flinkheit auch sicher an einer perfekten Dynamik umzusetzen. Auch am Package von unserem Testauto mit der Farbe Misano Blau, dem 118i, war ein Doppelkupplungsport mit 7 Stufen integriert, die für einen sparsamen Spritverbrauch sorgen soll. Die 5 bis 5,7 Liter Normverbrauch dürften aber selten zu erreichen sein. Aber mit um die 6,5 bis 7 Liter am Schnitt auf 100 Kilometer sind nicht aber herübergekommen. Jo, wer mich kennt, weiß, dass ich lieber mehr sportlich unterwegs sind wie am Modus Eco oder Komfort. Drei Vormodusen, die auch am neuen BMW 118i zur Verfügung standen.